Freunde, heute machen wir ein Mob-Battle in Minecraft zusammen mit Ugri, was aber nicht weiß, ist, dass ich im Geheimen mit der Zeichenmod cheaten werde. Ugri, bist du ready? Ja, ich bin ready auf ein Mob-Battle und diesmal werde ich dich sowas von rasieren, denn ich habe mich ready gemacht mit meiner OP-Rüstung. Was? Du hast sogar eine Rüstung angezogen? Ey, pass mal auf, warum hast du eine Krone an? Du weißt ganz genau, ich bin der einzige King. Du bist der einzige Loser-King und ich bin der Kings, also ich werde gewinnen. Okay, nein, Rot ist viel cooler. Okay, Freunde, Ugri meinte, er wird gewinnen. Nein, kann er nicht. Denn, Freunde, schaut mal, was ich im Inventar habe. Ja, ganz genau. Ich kann hier einfach zeichnen. Und egal, welchen Mob ich zeichne, er wird zum Leben erwachen. Passt mal auf, ich kann es euch ja mal zeigen. Was sollen wir als erstes zeichnen? Okay, Freunde, schreibt mal in die Kommentare, was ich zeichnen kann. Aber ich würde sagen, ich habe schon mal eine ganz gute Idee. Nämlich, packen wir das jetzt aus. Und wir fangen mit Grün an. Vielleicht wisst ihr auch schon, was ich malen will. Und zwar keinen normalen Mob, Freunde. Mal schauen, ob das klappen wird. Ich bin mir echt unsicher. Also hier schon mal zwei Köpfe. Nämlich werde ich einfach einen Creeper mit zwei Köpfen malen, Freunde. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich glaube nicht, dass es klappen wird. Aber wenn, Alter, dann klappt es wirklich, Alter. Dann klappt diese Mod sowas von. Und ich werde sowas von damit reinschieben, Freunde. Wie sieht ein Creeper aus? Ich glaube nein, das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, ungefähr so sieht ein Creeper aus, oder? Ich habe keine Ahnung, was mache ich hier? Könnt ihr gut zeichnen, Freunde? Ich auf jeden Fall nicht so gut. Okay, hier sind die Füße. Let's go. Und das ist ein Creeper mit zwei Köpfen, Freunde. Ich hoffe, das funktioniert. Und jetzt würde ich sagen, Creeper einfach zum Leben. Let's go. Und zack. Warte mal, Freunde. Warum klappt das nicht? Hat der Zeichenmod mich geprankt? Nein, Freunde, das hat wirklich geklappt. Schaut mal hier vorne. Das ist ein Creeper mit zwei Köpfen. Wow, der ist bestimmt doppelt so stark. Okay, Freunde, okay, das hat einfach funktioniert. Ich würde sagen, wir zeichnen sofort was anderes. Das muss ich erstmal hier löschen. Zack, zack, zack. Okay, und als nächstes habe ich auch schon eine Idee, was ich zeichnen will. Ich will nämlich drei Mobs am Anfang zeichnen. Nämlich hat ja Ugri gesagt, er wird richtig ernst machen. Ich werde jetzt ein Schwein zeichnen, Freunde. Aber kein normales Schwein. Das wird jetzt richtig krass. Wisst ihr was? Ich mache hier die Augen hin. Zack, zack, zack. Die mache ich auch schwarz. Zack. Und, Mann, das mit den Augen. Oh, zack. Okay, perfekt. Das ist sein Schweinekopf. Hier kommt der Hintern hin. Und wisst ihr was? Ich mache jetzt das Schwein richtig riesig. Das sind seine Beine, Freunde. Das sind seine Beine, Alter. Das Schwein wird richtig... Ist das groß? Wisst ihr was? Ich schreibe da jetzt sogar so hin. Ich mache so einen Pfeil drauf. Zack. Und schreibe hin 3 Meter groß. Okay, Freunde? Echt? Wenn das funktioniert, wenn ich jetzt einfach ein riesiges Schweinchen malen kann. Warum sehe ich nichts? Warte mal, Freunde. Schaut euch das mal an. Alter, das sieht einfach sowas von groß aus. Okay, das wird jetzt richtig, richtig krass. Ich würde sagen, wir erwachen das jetzt zum Leben in 3, 2, 1 und 0. Und wow. Freunde, schaut euch das mal an. Warte mal. Ist das das Riesenschwein? Das ist einfach, das ist ein Hoglin. Aber der ist wirklich 3 Meter groß. Schaut mal, der ist viel größer als ich. Alter, was habe ich da gezeichnet, Freunde? Okay, ich glaube, wir werden heute sowas von gewinnen gegen Ugri. Warte mal, nebenbei. Soll ich vielleicht mal bei Ugri spicken gehen? Das mache ich später. Aber als allererstes zeige ich noch den dritten Mob. Okay, Freunde, ihr wisst ja alle, ich liebe Redstone. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeichne jetzt ein Redstone-Monster. Wie soll der nur aussehen? Ich mache mal so erstmal hier so einen Redstone hin. Zack, zack, zack. Damit der Mod auf jeden Fall weiß, dass ich Redstone meine. Also, so, jetzt habe ich hier meinen Redstone-Haufen. Das sieht aus wie ein Pupsi-Haufen, Freunde. Oh Mann, was habe ich hier nur gemacht? Okay, und jetzt muss ich das Monster zeichnen. Ich mache mal so einen Pfeil dahin. Und zwar muss das Monster ein Redstone-Monster werden, Freunde. Okay, jetzt bin ich gespannt, wenn das klappen wird. Okay, hier kommt der Kopf hin mal wieder. Und wisst ihr was? Der guckt jetzt richtig, richtig wütend. Zack, hier. Oh, ja, jetzt guckt er irgendwie. Der guckt voll komisch, Alter, wie ein Pupsi-Haufen. Okay, so, der guckt jetzt richtig wütend. Zack und zack. Wow. Okay, ich werde ein richtig krasses Redstone-Monster zeigen, Freunde. Und bam, hier kommt der Körper hin. Hier die Beine. Zack, zack, zack. Und hier die Arme. Aber der muss nicht so groß sein. Und jetzt würde ich sagen, Freunde, wir erwachen den mal wieder zum Leben. Ich mache hier noch ein bisschen schwarz, denn das soll der Redstone werden. Und ich bin gespannt, ob das klappen wird. Ein Redstone-Monster. Wisst ihr was? Das wird ein Redstone-King, Junge. Da
das wird ein Redstone King. Uchi wird sich bestimmt wundern, woher ich diese Mobs habe. Weil, woran soll ich die auch haben? Ich habe die einfach aus meinem Zeichen-OP-Mod. Okay, Freunde, wisst ihr was? Ich habe sogar noch die Idee. Ich zeichne dem noch so einen Zauberstab hin. Zack, let's go. Das mache ich auch noch. Und dann wird er richtig OP, mein Redstone-Monster. Okay, in 3, 2, 1, erwacht es zum Leben. Let's go. Let's go. Und wo ist das? Ach, da vorne ist das. Wow. Hat einfach geklappt. Und warte mal, was ist das denn? Leute, der spawnt einfach so kleine Redstone Kings. Wie cool ist das denn bitte? Und der hat sogar sein Custom Zauberstab dort. Alter, ich bin so gespannt auf die ganzen Attacken von den Monstern. Wo ist der Creeper hin? Oh Mann, den muss ich jetzt nicht ernsthaft nochmal neu zeichnen. Aber schaut euch einfach mal an, was für Monster ich hier habe. Ich würde sagen, platziere einfach ganz viele davon. Zack, zack, zack. Okay, ich glaube, das sind ein bisschen viele. Ich muss mal ein paar davon wieder erledigen. Und das sollte passen. Ich habe einen Hoglin. Und, da ist ja der Creeper. Ich platziere noch ein paar von denen, denn die sind bestimmt richtig OP. Ey, stell dir vor, die explodieren einfach doppelt so krass wie normale Creeper. Oder zehnmal so krass. Und, ganz vergessen. Und ich muss auch ganz schnell meine Zeichenmod hier entfernen. Perfekt, damit Uchi das nicht sieht. Und jetzt würde ich sagen, Uchi, bist du ready? Ja, ich bin bereit zum Lucky. Okay, dann lass uns das Mob-Battle starten, Uchi. Komm hier hin. Und ich würde sagen, wir zählen auf 3, 2, 1 und 0. Und schreibt mal in die Kommentare, wer gewinnt. Eine 1 in die Kommentare, wenn Blacky gewinnt. Oder eine 2 in die Kommentare, wenn Nukri gewinnt. Ja, genau, ich gewinne so oder so. Eine 2 in die Kommentare. Okay, das Mob-Battle kann starten in 3, 2, 1 und 0. Nukri! Die Wände können fallen. Let's go! Zack! Und. Was? Es beginnt! Okay, meine Creeper explodieren. Warte mal, was passiert hier? Was ist das für ein Mutantenschwein? Was ist das? Ist das Flash? Ich glaube, ja, aber schau mal. Ich glaube, der bringt dir alles zum Explodieren. Kann das sein? Oh ja, oh Mann, die machen überhaupt keinen Schaden. Was ist das für einer King Bam Bam? Ja, ganz genau. Schau dir das an. Was? Mein Hoglin ist kaputt. Oh nein, Alter. Deine komischen... die waren doch richtig stark. Lucky? Der eliminiert seine eigenen Babys. Tja, und jetzt drauf, dort, zack. Bam, bam, bam. Nee. Die werden es niemals schaffen, mein King Bam Bam zu zerstören. Der ist viel zu stark. Warte erst, wenn dieses gruselige Monster ihn attackiert. Oh nein, Okri, da kann er meinen King Bam Bam auch nicht zerstören. Schau, was er jetzt gleich macht mit deinem gruseligen Monster. Warum attackiert den gar nicht? Okay, und let's go. Attackiert den. Warte mal, was? Mein King Bam Bam ist viel zu stark. Aber er killt die ganze Zeit seine eigenen Babys. Warum macht er das? Oh Mann, keine Ahnung. Aber du hast recht, Alter. Den King Bam Bam ist viel zu stark. Ey, aber du hast auch einen Boss platziert. Wie hast du es gemacht? Und warum sieht der so komisch aus? Weiß selber nicht. Und schau mal, der Creeper, der will King Bam Bam auch explodieren. Ich glaube, mein King Bam Bam ist richtig aggressiv. Und schau, was er jetzt mit deinem Monster macht. Oh Mann, ich kenne dieses Monster, diesen King Bam Bam gar nicht. Voll komisch. Oh nein, Freunde, er darf nicht darauf kommen, dass ich cheate. Und let's go. Dein letztes Monster ist auch kaputt. Okay, Ukri, ich würde sagen, ich habe ganz easy gewonnen. Oh, ja, du hast leider... Warte mal, was hast du da in der Hand? Was ist das für ein Monster? Was meinst du? Ach, ich hatte nur mein Spawn-Egg in der Hand. Also, okay, lass uns weitermachen. Okay, alles klar. Oh Mann, Freunde. Alter, war das knapp. Der hat fast gesehen, dass ich mein Maltablett in meiner Hand hatte. Okay, ich würde sagen, okay, mach wieder die Warte und wir können starten mit der nächsten Runde. Und Freunde, da werde ich jetzt einen Geheim reinschieben, indem ich auf Okris Seite gehe und noch viel stärkere Mobs platzieren. Okay, Freunde, zweite Runde. Und ich würde sagen, als allererstes platzieren wir hier wieder unsere Zeichenmod. Und perfekt. Und was sollen wir jetzt zeichnen? Ich habe mal eine Idee. Wir probieren mal aus, irgendwas zu zeichnen. Okay, ich zeichne jetzt einfach meine Karotte. Denkt ihr, das wird klappen, Freunde? Nein, niemals. Okay, ich zeichne Karotte. Was denkt ihr, wird da rauskommen? Also, bestimmt nicht irgendwas krass. Okay, wir probieren es einfach mal aus. Und let's go! Und zack! Warte mal. Wir haben wirklich eine Karotte gezeichnet. Ey, Freunde, es sieht wirklich so aus, als ob wir alles zeichnen können, was wir wollen. Warte mal, wenn wir schon eine Karotte gezeichnet haben, ich würde sagen, die kämpft jetzt einfach auch für mich. Ich glaube, die ist richtig schwach. Aber ich würde sagen, wir probieren einfach direkt ein nächstes Bild aus. Nämlich werden wir jetzt, was kann ich? Lollipop. Oh ja, das machen wir jetzt. Freunde, wenn das klappt, Alter, wir probieren es mal. Und zack, 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 wie sieht ein Lollipop aus? Ungefähr so. Zack, let's go. Hier in der Mitte noch ein bisschen was. Und das ist jetzt unser Lollipop. Der sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Naja, also ich hoffe, das wird auch klappen. Alter, wenn das klappt, Freunde. Hier machen wir noch die Stange hin. Und wir zeichnen jetzt einfach Lollipop. Alter, stellt euch vor, da kommt jetzt ein Monster raus. Okay, 1, 2 und 3. Let's go! Und... schaut euch das mal an, Junge, Alter. Das ist einfach ein Lollipop in Minecraft.
wirklich ein Mob, der kann sich bewegen. Okay, der ist auch in unserem Team. Okay, ich glaube, das reicht. Ich werde jetzt wirklich komplett übertreiben. Wir müssen irgendwas Krasses zeichnen, Freunde. Was kann ich nur malen? Oh, Freunde, ich glaube, ich habe eine richtig gute Idee. Wisst ihr, was wir jetzt zeichnen werden? Warte mal, ich platziere das mal. Und let's go. Wir malen jetzt einen Baum, okay? Und das wird, glaube ich, mein krassester Mob. Nämlich wird es ein Riesenbaummonster. Alter, schaut euch das jetzt mal an. Wenn das klappt, Freunde, dann klar ist auch nicht mehr weiter. Okay, wir malen hier, zack, 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 paar Blätter, bam, bam, bam. Und, da mache ich jetzt so ein richtig wütendes Gesicht. Und, Alter, Junge, stellt euch vor, da kommt gleich was richtig Heftiges raus. Und der wird bestimmt richtig stark sein. Hier machen wir noch zwei Arme hin. Let's go. Und, ich glaube, das sollte passen. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber das ist jetzt unser riesen Mutantenbaum, Freunde. Und ich würde sagen, auf 3, 2, 1 platzieren wir ihn. Warum klappt das nicht, Freunde? Ich glaube, ich habe zu wenig Energie, Freunde. Wisst ihr was? Lasst jetzt allen ein Abo und ein Like da, damit ich genügend Energie habe, damit es klappt. Weil ich weiß nicht, wie das sonst klappen kann. Irgendwie passiert hier gar nichts. Also, Freunde, ihr habt es verstanden. Auf 3, 2, 1 und 0. Abonniert es alle und like. Komm schon. Es muss klappen. Und vielleicht klappt es ja jetzt. Also nochmal. Und auf 3, 2, 1. Zum Erwachen zum Leben. Let's go. Wow. Hat es ge... Das hat geklappt, Freunde. Schaut mal. Alter, das ist der Mob. Wow, sieht der krass aus. Okay, der ist mal übelst cool. Ich würde sagen, wir spawnen ein paar mehr davon. Wow, Alter, schaut euch den mal an. Ey, der sieht richtig cool aus. Das ist ein Riesenbaum. Ich frage mich, ob der stark ist. Warte mal, wir probieren es kurz aus. Wir gehen mal in Survival-Modus und wir schlagen den mal. Komm her. Freunde, was habe ich mal? Oh nein, wir gehen ganz schnell wieder in den Creative-Modus. Mit dem lege ich mich lieber nicht an. Okay, wir müssen jetzt den nächsten Mob zeichnen. Okay, als nächstes habe ich mir gedacht, zeichnen wir was richtig Heftiges. Wir haben ja gerade eben schon einen Creeper gezeichnet. Deswegen würde ich sagen, machen wir es nochmal. Aber diesmal einen etwas anderen Creeper. Okay, zack, zack, zack. Hier kommen die Füße hin. Und jedes Mal sieht mein Creeper irgendwie anders aus als der andere. Und ich würde sagen, wir machen das so. Das wird kein normaler... Junge, wie sieht das bitte sehr aus, Freunde? Was mache ich hier? Okay, erstmal einen ganz normalen Creeper. Und hier sind seine Beine. Ja, ganz genau. Der hat immer vier Beine. Also zack, zack, zack. Ich glaube, das sollte passen. Okay, das ist unser Creeper. Sieht der nicht schön aus, Freunde? Und jetzt würde ich sagen, wir malen hier wieder einen Pfeil hin. Und jetzt malen wir hier einen Enderman hin. Ich will nämlich einen mutanten Enderman-Creeper machen. Oh ja, ganz genau. Ich habe es richtig verstanden. Den Enderman muss ich hier daneben zeichnen. Ich hoffe, der sieht gut aus. Und da kommt nicht irgendwie Pups hier raus oder sowas am Ende. Okay, zack, zack, zack. Wir malen hier, wie male ich einen Enderman? Ich habe eine Idee. Ich mache das so. Zack, zack, zack. Der hat so einen breiten Körper. Ja. Oh, das sieht doch hier richtig gut aus, Freunde. Und jetzt mache ich hier so die Beine hin. Und hier ist der Körper, Freunde. Ja, ich glaube, das sollte passen, Freunde. Das ist jetzt unser Enderman. Let's go. Ich glaube, der Enderman hat weiße Augen. Oh ja, ganz genau. Okay, Freunde, ich bin jetzt so gespannt, was da rauskommen wird. Okay, erwache zum Leben, Mob, in 3, 2, 1 und 0. Und let's go. Hat es geklappt. Wow. Freunde, das hat wirklich geklappt. Schaut euch das mal an. Das ist einfach ein Creeper. Hat der auch Kassen? Der hat Kassenfähigkeiten. Wow. Habt ihr es gerade gesehen? Der kann sich einfach teleportieren, wenn man den hittet. Dann teilt er sich einfach in zwei auf. Hey, wie cool ist das denn bitte? Alter, ist das cool. Ich würde sagen, davon platziere ich richtig, richtig viele Freunde. Denn das ist einfach Enderman-Creeper. Und ich würde sagen, eigentlich sind wir ready. Wisst ihr was? Jetzt habe ich noch nicht die heftigsten Mobs gezeigt. Ich habe noch richtig gute Ideen, aber das machen wir in der letzten Runde. Dann werden wir richtig übertreiben, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, Ukri, bist du auch bereit? Ich bin auf jeden Fall schon ready, Sim Lucky. Was? Okay, dann lass uns sofort anfangen. Ukri, die Mauer kann fallen. Und davor, Freunde, schreibt mir in die Kommentare, welches Team wird gewinnen. Was denkt ihr, Mainz oder Ukri? Aber Ukri kennen wir gar nicht. Ukri, was ist das da vorne? Was hast du denn platziert? Nicht schauen, bevor es losgeht. Also, ja, 1 für Sim Lucky, 2 für Ukri. Okay, ich würde sagen, let's go, Sim Lucky. Lass uns starten. Okay, die Wand fällt und es fängt an. Wow, was ist da platziert? Tja, das sind Lava-Golems. Lava-Golems? Und Schleimwölfe. Was? Wow, aber schau mal, was ich platziert habe. Was hast du platziert? Karotten? Bäume und Enderman-Creeper. Die haben deine Monster in die Luft gesprengt. Du hast ja Zombies mit Rüstung platziert. Ich bin viel zu stark, Ukri. Hey, die haben einfach... Oh Mann, was ist das hier überhaupt? Warum sind hier einfach Candies? Ja, ganz genau, Lollipops. Ey, hör auf! Dein Lava-Monster hat meine Karotte zerstört. Das kriegst du jetzt zurück. Bam! Und was ist das hier vorne, Sim Lucky? Das ist ein Baum. Frag mich nicht, woher ich den habe. Nein, hier, vor dem Baum. Da ist gar nichts.
nichts, Okri. Oh nein, Freunde. Oh Mann, ich hoffe, der hat das nicht gesehen. Das war gar nichts, Okri. Oh Mann, ich werde sowas von gewinnen. Schau mal hier, ich habe noch mein Hunter's Chief, Alter. Der ist richtig stark. Was ist das? Ein Steinzeitmensch. Das habe ich auch gar nicht gesehen, Alter. Der will meine Karotte killen, aber weißt du was? Der ist auf die Karotte gefokust und mein Baum killt ihn in der Zeit. Haha. Nein. Aber schau mal jetzt, was ich hier auch noch habe. Zock drauf. Was ist das denn? Haha, Simlaki, schau, was ich jetzt platziert habe. Warte mal, was ist das denn? Wow, was hast du da platziert? Alter, sieht der gefährlich. Ey, Okri, du hast reingecheatet. Wer ist das? Der war schon die ganze Zeit da. Was? Okri, Alter, der sieht richtig fies aus. Aber er attackiert meinen Monster nicht. Der muss sie nur einmal sehen. Die müssen einmal ein bisschen näher kommen und dann. Dann wird er die alle erledigen. Und der attackiert meine Bäume auf einmal. Hä? Der hat ja gar nichts drauf. Hä? Was macht der? Okay, meine Bäume sind viel zu scharf. Was? Was hat er gemacht? Ich weiß es nicht. Warte mal, denkst du, er lädt sein Schwert irgendwie auf? Kann wirklich sein. Wow, wie komisch sieht sein Schwert aus. Der hat einfach meinen Baum erledigt. Aber den nächsten kriegt er niemals. Hä? Okri, der hat's gemacht. Der hat ihn auch gekillt. Alter, wie unfair ist das bitte? Sehr, weißt du was? Meine Karotten werden deinen komischen Drachen jetzt besiegen. Jetzt rastet der richtig aus. Oh no, werden die nicht. Schau, was mein Drache drauf hat. Der erledigt jeden. Als wenn, Alter. Meine Lollipops, meine Karotten. Mein Creeper geht drauf. Komm schon. Und puh. Haha, mein Creeper hat zerstört. Oh nein, Attacke, Feuertornado. Was? Okri, nein, jetzt hörst du auf. Weißt du was? Ich hab gewonnen und du nicht. Und deswegen würde ich sagen, ab geht's zum nächsten Mob-Battle! Let's go, Freunde! Und jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass er wieder merkt, dass ich cheate! Was hast du denn jetzt platziert? Schwarzes Loch! Das ist kaputt, Okri. Freunde, wir sind jetzt in der dritten Runde und ich würde sagen, ich zeige dir schon mal wieder was richtig cool. Ich habe schon eine richtig gute Idee! Was machst du so, Blacky? Was? Der hat mich gehört. Oh nein, der kommt da. Ich mache schnell alles weg. Nix hat mich gesagt. Ich meinte, ich platziere jetzt alle Monster. Hör mal zu, Simlaki. Einen Moment, okay? Okay, ich will mit dir reden. Also, bisher hatte ich das Gefühl... Du hast die Wand kaputt gemacht. Also, und wir gehen auf deine Seite. Ja, ganz ruhig, Simlaki, okay? Die dritte Runde, jetzt geht's wirklich um alles. Ey, weil davor, du hast gehackt. Weil ich sowieso besser bin als du, geht es jetzt um alles. Und mach die Wand wieder weg. Du willst so reinschieben. Ich hab dich gehackt. Wenn ich jetzt gewinne, dann gewinne ich für immer. Was? Okay, so machen wir das. Ich werde sowieso gewinnen. Du bist ein Noob. Nein, ich bin Bro, Alter. Ich bin der King aller Kings. Du bist kein King, Simlaki. Ich bin jetzt der King. Ich ersetze dich. Haben wir ja gesehen. Ich habe die ganze Zeit gewonnen, Okri. Aber, Freunde, ich gewinne nicht, weil ich cheate. Aber ich bin auch so besser, Freunde. Okay, ich würde sagen, ich platziere jetzt hier die Zeichenmod und der darf nicht wieder auf meine Seite kommen. Was fällt dem eigentlich ein? Okay, Freunde, ich platziere jetzt hier das Papier und jetzt zeige ich was richtig cool. Ich habe mir was ausgedacht. Nämlich, ich zeige jetzt einfach Siren Head, Freunde. Mal gucken, ob das funktionieren wird. Hundertprozentig. Freunde, ich mache jetzt Siren Head. Zack, zack, zack. Und dann werde ich zu 100% gewinnen, Freunde. Alter, denkt ihr, das klappt, dass ich jetzt Siren Head malen kann? Also den Notenkopf. Okay, muss ich jetzt auch noch ganz kurz malen. Und zack, zack, zack. Hier ein Kopf. Und hier ein Kopf. Und das ist jetzt Siren Head. Haha, Freunde. Ich schreibe hier noch hin. Wie groß soll er sein? 20 Meter groß. Okay, Freunde, wenn das jetzt klappt, dann fresse ich einen Besen. Nein, Spaß tue ich nicht. Okay, und let's go. Es muss klappen, Freunde. Es muss klappen. Let's go. Das ist Siren Head. Und komm schon. Mob abwachen. 3, 2, 1 und 0. Lass alle ab und ein Like da. Und wow. Warte mal, Freunde. Seht ihr diesen Schatten? Ich glaube, und hört ihr die Noten? Wow, es hat wirklich geklappt. Warte mal, Okri darf das auf keinen Fall sehen. Ich hab einfach Siren Head platziert. Alter, ist der riesig. Es hat einfach geklappt, Freunde. Ich würde sagen, davon platziere ich noch ein paar Stück. Junge, ich werde zu 100% gewinnen, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, ich mal noch etwas richtig cooles. Nämlich habe ich sofort eine nächste Idee. Ich werde jetzt einfach einen Kürbiskopf malen. Oh ja, Freunde, richtig gehört. Ich mal jetzt einen Kürbiskopf. Und der wird richtig, richtig cool aussehen, Freunde. Das wird so ein gruseliger Kürbiskopf, der richtig stark ist. Schaut euch das mal an. Der hat hier ein richtig wütendes Gesicht und wütende Augen, Freunde. Und ich mache den auch richtig riesig. Zack, 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 so aus Halloween. Und der wird richtig heftig, Freunde. Okay, denkt ihr, das sieht gut aus? Irgendwie muss man sehen, dass es ein Kürbis ist. Ich glaube, so ist es gut. Ich schreibe dann auch Kürbis hin, Freunde. Sonst erkennt man das nicht. Und, Kürbis. Perfekt. Ich glaube, das passt, Freunde. Okay, ich hoffe, da kommt was Gutes auf. Wisst ihr was? Ich mache dem noch so einen kleinen Hut hin. Zack, zack, zack. Und hier, das ist einfach so eine Vogelscheuche, Freunde. Okay, ich hoffe, das wird klappen. Und 3, 2, 1 und 0. Und wow. Das hat einfach... Warte mal, attackiert der etwa? Warte, wisst ihr...
Siren Head attackieren. Ey, stopp, ihr seid in einem Team. Wow, sieht der cool aus. Das ist wirklich so eine Vogelscheuche. Alter, und der ist auch richtig riesig. Und der sieht richtig gruselig aus, Freunde. Mit seinem komischen Hut und mit seinem gruseligen Lächeln. Okay, perfekt. Der ist richtig, richtig krass, Freunde. Ich würde sagen, wir malen noch schnell ein paar andere Mobs. Die zeige ich euch auch noch gleich. Okay, Freunde, ich mache hier noch so einen großen Golem zu Ende. Ich glaube, der wird richtig krass aussehen. Und jetzt habe ich noch eine Idee. Ich mache einfach zwei Sachen. Das ist das erste, was ich male. Und das zweite, was soll das? Ich mache einen Kobold, Freunde. Oh ja, aber kein normal. Ich male so einen Sonnenbeherrscher-Kobold. Ja, der das Element Licht hat, Freunde. Okay, ich glaube, das wird richtig cool aussehen. Und denkt ihr, das ist eine gute Idee, sowas zu zeichnen? Ich weiß nicht. Naja, der ist richtig dick, male ich den. Denn der sitzt nur und macht solche Lichtattacken. Oh ja, ganz genau, so werde ich das machen. Ich glaube, so passt das. Wir machen ihm noch so einen kleinen, dicken Bauch hin. Oh ja, und hier sitzt er immer mit seinen kleinen Beinen. Oh ja, okay, er braucht noch ein Gesicht, Freunde. Und das mache ich auch ganz schnell mit seinen Augen. Hier ist sein Mund frei. Okay, das sieht richtig komisch aus. Und ich würde sagen, er hat noch so einen Stab in der Hand. Oh ja, das hat auch noch. Hier unten hat er so eine Markierung. Das ist einfach, keine Ahnung, der kommt aus dem Dschungel, Freunde. Okay, ich glaube, so sieht es gut aus. Das sind jetzt meine beiden Mobs. Okay, Freunde, und ich bin jetzt fertig. Die Mobs werden gespawnt in 3, 2, 1 und 0. Und let's go! Und hat's geklappt? Was? Es hat wirklich geklappt. Aber warte mal, wo ist der andere? Aber schaut euch den mal an. Alter, sieht der cool aus. Der ist ja wirklich richtig dick, Junge. Und was hat hier auf seinem Bauch? Lol, das ist einfach das, was ich dorthin gemalt habe. Was ist das? Das ist eine Trommel? Ich habe keine Ahnung, was der für ein Monster ist. Aber das ist ein Boss, Freunde. Und warte mal. Wow! Alter, das ist der Golem, den ich gemalt habe mit seinen gelben Augen. Jo, der sieht ja so aus wie auf dem Bild. Okay, ich glaube, das ist richtig gut geworden. Ich würde sagen, ich platziere davon noch ein paar mehr. Und hier kommen auch noch zwei von denen hin. Warum attackieren die sich? Alter, geht wieder in dein Team. Hört auf damit. Wow, Alter. Hat der echt auch gerade diese Attacke gemacht? Okay, ich glaube, der ist richtig stark. Ich platziere noch ein paar von den Siren Heads. Let's go. Und ein paar Kürbiskreif. Und dann bin ich ready. Ich bin sowas von ready, Sim Lucky. Okay, dann würde ich sagen, die Mauer kann fallen in 3, 2, 1. Und schreibt in die Kommentare, welches Team gewinnen wird. Eine 1 für mich und eine 2 für Ukri. Natürlich meins, Alter. Und let's go. Es kann einfach, wow, was hast du denn platziert? Alter, was ist das denn? Hä, schau mal. Mein Kobold attackiert schon deine ganzen Monster, indem er seine Lichtstrahlen macht. Guck mal, der trommelt einfach auf seinen Bauch und der singt irgendwas. Hey, warte ab, bis erstmal meine Monster deine attackieren. Hey, schau mal, mein Siren Head fängt schon an, deine Dinosaurier zu attackieren. Wow! Wow, ist like komplett so lucky. Oh ja, ich sehe auch. Was hast du hier bitte sehr platziert? Alter, was ist das? Yo, ey, wie sehen deine Monster bitte sehr aus? Meine Monster sind OP und das sind Spinosaurier. Und warte mal, du hast Siren Head? Oh ja, hab ich, aber deine Dinosaurier, die sind voll stark, Okri. Ja, das sind Spinosaurier, die sind was? Oh, was ist das denn? Eine Kürbisscheuche. Oh ja, ganz genau, eine die hat sich einfach ihre Farbe geändert. Das ist eine Lava-Kürbisscheuche jetzt und die kann deine anbrennen. Wow, wie cool. Let's go, Okri, die attackieren sich doch weiter. Wow, was passiert hier, Alter? Ja. Was sind das für Goleme? Wow. Was sind das für Golems? Oh, das sind Riesengolems. So, nein, meine Dinosaurier haben keine Chance. Nein, die sind voll stark, obwohl meine Golems sind viel stärker. Haha, schau, was hast du hier platziert, Alter? Einfach so ein Wurm mit... der ist down, Okri. Und jetzt deine Dinosaurier. Oh, nein, fress ihn. Was macht ihr denn? Oh, ja, let's go. Warte mal, deine Dinosaurier sind gar nicht mehr so schwach. Die killen alle meine Kürbisköpfe. Aber du hast hier noch diesen... Oh, was sind das denn für Teile? Alter, Team Sim Lucky, die sind richtig stark. Oh ja, ganz genau. Das sind meine dicken Kobolde. Und was passiert da? Ey, Mann, die zerstören meine Golems. Junge, was geht denn jetzt hier ab? Alle auf einem Haufen, Sim Lucky. Wow, was passiert da, Alter? Ich glaube, meine Golems sind viel stärker als deine Dinosaurier und als deine komischen Tausendfüßer. Was hast du überhaupt für eine Maske an? Hä? Was für eine Maske? Wie sehe ich denn aus? Haha, du bist auch so ein Kobold. Schau, meine Golems gewinnen.
Nein, die haben keine Chance. Boom, die sind down. Und jetzt kommen die anderen. Guck mal, meine Kobolds sind viel zu stark, Alter. Nein, Spaß, die können eigentlich gar nichts. Aber schau, meine Golems. Danke. Hey, Ukri, was machst du, mein Spaß? Nein, hast du nicht. Dein Boss ist jetzt down und meine Leben noch. Denn mein Kobold ist noch am Leben. Darf ich sagen, Ukri, ich habe das Mob-Battle gewonnen. Boom. Du kannst nicht mal mein Kobold besiegen, Ukri. Versuch's gar nicht. Was hast du gemacht? Okay, weißt du was, das kriegst du zurück. Boom. Jetzt hast du es zurückbekommen. Und ich würde sagen, also, falls ihr mehr Videos zusammen sehen wollt, lasst ein Abo und ein Like da. Jetzt würde ich sagen, drückt aufs nächste Video. Das kennt mich auch noch, Ukri. Ich krieg dich zum Lucky. Drückt auf die nächste Folge. Schnell, 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 Freunde. Drückt auf das nächste Video. Lasst ein Abo und ein Like da. Ciao, ciao.